Schönen guten Tag, liebe Seherinnen und Seher des YouTube-Kanals der Zeitschrift International. Hier spricht wieder Fritz Edlinger. Wir wollen heute eigentlich eine Serie beginnen. Und zwar, wir wollen uns mit der politischen Situation in den Vereinigten Staaten von Amerika genauer anhand von einigen wesentlichen Detailaspekten befassen. Ich glaube, es ist jedem bekannt, dass natürlich die USA gerade jetzt im Moment auch wieder in Europa eine sehr dominante Rolle spielt. Was allerdings noch nicht so richtig in das Bewusstsein eingedrungen ist, dass im kommenden November möglicherweise in den USA ein ziemlich radikaler Wechsel stattfinden könnte. Es gibt die bekannten Midterm-Election, deren Ergebnis unter Umständen zwar im Weißen Haus noch keinen Wechsel nach sich ziehen kann, aber in den beiden Häusern des Parlaments. Und wir wollen uns jetzt damit einmal beginnen zu befassen, um wesentliche Kriterien, die möglicherweise ein verändertes Abstimmungsverhalten auch bei den Oktoberwahlen nach sich ziehen können, uns näher anzusehen. Als unsere USA-Spezialistin begrüße ich Tamara Kamatowitsch an der anderen Seite. Guten, schönen, guten Tag, liebe Tamara. Naja, fangen wir doch gleich einmal mit einem doch ziemlich aktuellen Thema an, nämlich die Diskussionen um das, um die Abtreibungsgesetze in den USA. Bekanntlich ist das ja im Wesentlichen dann doch eine Frage der einzelnen Staaten, aber es gibt natürlich eine bundeseinheitliche gesamtamerikanische Bestimmung, und diese Bestimmung droht also jetzt durch den obersten Gerichtshof gekippt zu werden. Es ist ja bekannt, dass also als eine der Erbschaften des früheren Präsidenten Trump es also jetzt eine verfestigte konservative, reaktionäre, wie immer man das bezeichnen will, Mehrheit im obersten Gerichtshof da ist. Und es gibt ja schon Indiskretionen, dass also diese Mehrheit im Wesentlichen die Abtreibungsbestimmungen in Amerika kippen wird. Das heißt, es wird im Wesentlichen so sein, dass in jenen Staaten, die das ohne dies schon nicht mehr vollziehen wollen, in Wirklichkeit in Zukunft die Abtreibung verboten sein wird. Erläutere ein bisschen einfach die Situation und vielleicht auch anhand von Beispielen, in welchen Bundesländern der USA das also eine besondere Problematik haben könnte. Gerne. Ich würde das vielleicht so machen. Du hast ja schon zwei Themen angerissen, die ich zusammenbringen wollte, und zwar einerseits so die Zukunft von Demokratie, indem du jetzt auf die Midterm Elections hingewiesen hast, und andererseits natürlich diese Entscheidung vom oberen Gerichtshof. Und fangen wir einfach damit an, dass sozusagen der obere Gerichtshof ist in Amerika eine höchst undemokratische Institution, die in den Vereinigten Staaten aber unglaublich viel Macht ausübt. Und er übt einen übermäßigen Einfluss auf den Kurs von Bürgerrechten aus und hat das gemacht in den letzten zwei Jahrhunderten. Und in dieser Debatte bestimmt er viel zu sehr die Rechte von Schwangeren über ihren eigenen Körper. Dass das oberste Gericht wenig mit Demokratie zu tun hat, und hier habe ich ein Zitat vorbereitet, Abraham Lincoln schon 1861 erkannt. In seiner Antrittsrede im selben Jahr kritisierte er den Rechtsfall vom obersten Gerichtshof Dred Scott versus Stanford. Dieser hat bestimmt, dass der Kongress bzw. die gewählten Abgeordneten keinerlei Macht hätten, die Verbreitung von Sklaverei in den neuen Bundesstaaten zu verhindern. Und seine Kritik am obersten Gericht hat Lincoln so formuliert, und hier ist das Zitat: jeder aufrichtige Staatsbürger muss zugestehen, dass wenn die Richtung der Regierung in politischen Angelegenheiten, die alle Staatsbürger im Lande betrifft, unumstößlich vom Gerichtshof diktiert wird,
Da hören Staatsbürger auf, über sich selber zu herrschen, denn sie haben ihre Regierung einem übermächtigen Tribun ausgeliefert. Mhm. Und so ist es auch jetzt. Diese Entscheidung über den Körper von Schwangeren wurde einem übermächtigen Tribun ausgeliefert. Obwohl diese Kritik so früh und richtig geäußert wurde, hat im Laufe des letzten Jahrhunderts der obere Gerichtshof im öffentlichen und vor allem im liberalen Bewusstsein eine neue Identität gewonnen, die man ihm wirklich nicht in Anbetracht der längeren Geschichte des Gerichts zusprechen kann. Rechtsfälle, die oft das Zeichen der progressiven Entwicklung von Amerika oder des Erfolgs von ethnisch diverser Demokratie in Amerika zitiert werden, sind zum Beispiel Brown versus Board of Education, das war 1954, und das hat das Ende der Rassentrennung in amerikanischen Volksschulen verwirklicht. Roe v. Wade, darüber reden wir heute, 1973, der jetzt nach dem geleakten Gutachten von Alito höchstwahrscheinlich im Juni, also nächsten Monat, gekippt wird. Und das Recht auf Abtreibung garantiert hat. Und Obergefell versus Hodges, das war 2015 und das hat die geschlechtliche Ehe ermöglicht. Also diese Rechtsfälle werden zitiert, so Amerika kommt voran, wir lassen die hässliche Vergangenheit hinter uns und das hat der oberste Gerichtshof so entschieden. Also für so viel Lob und Anhimmelei vom Recht, eigentlich jenseits des politisch-irdischen oder in Amerika halt indirekter Demokratie, vergisst man wirklich die Geschichte des oberen Gerichts im 19. Jahrhundert. Und das hat zum Beispiel dazu geführt, also das oberste Gericht hat entschieden, dass diese Jim Crow-Gesetze der Südstaaten legitim sind, ja. Diese Gesetze, die schwarze Staatsbürger zu Bürgern zweiter Klasse in allen Angelegenheiten gemacht hat, vor allem aber im Bereich des Wahlrechts. Das war das oberste Gericht, das verteidigt hat und diese Gesetze, die von den Bundesstaaten ausgegangen sind, sogar legitimiert hat. Das oberste Gericht unterminiert stets Arbeiterrechte. Ja, und ich denke an berühmte Rechtsfälle wie Plessy versus Ferguson 1896. Das hat die Segregation rechtlich legitimiert. Korematsu versus United States. Das hat die Inhaftierung von Japanern in Amerika möglich gemacht im Zweiten Weltkrieg. Mhm. Und Buck versus Bell, das wurde nicht mal widerrufen, das hat die Zwangssterilisierung von Geistesschwachen verteidigt, also unter Anführungszeichen. Also ich wollte mit dieser Geschichte anfangen, weil ich wirklich zeigen möchte, dass das oberste Gericht eine sehr dunkle Geschichte hat und eben gerade, auch wenn es wirklich schmerzt, also diese Entscheidung vom obersten Gericht, muss man wirklich sich damit befassen, dass diese 9 nicht gewählten, ja, sondern von Präsidenten ernannten Richtern, bei denen 5 davon von Präsidenten ernannt wurden, die Volksabstimmung bzw. Popular Vote verloren haben, ja, Trump und Trump kommt gerade im Sinn wegen den, was hat er, 3 oder ernannt Richter. Und die haben eine Berufung im Amt auf Lebenszeit. Man kann von denen nicht viel erwarten. Ja, sie widerspiegeln wirklich nicht die Meinung der, in diesem Fall, der ungefähr 60% der Amerikanerinnen, die gegen ein Abtreibungsverbot im ersten oder im zweiten Trimester sind. Und was bei der ganzen Debatte um Roe versus Wade wirklich als große Ironie scheinen mag, ist die Logik, mit der diese konservativen Richter im geleakten Gutachten des obersten Gerichts argumentieren. In dem Gutachten wird eigentlich auf den eigenen undemokratischen Charakter des Gerichts hingewiesen. Alito schreibt, also in seinem Gutachten steht, also erstens eine Kritik von Roe versus Wade und auch eine Kritik von Planned Parenthood versus Casey. Das war ein Fall, der den Rahmen von Abtreibung rechtlich näher definiert hat, beziehungsweise auch das Konzept von Lebensfähigkeit als Kategorie in die Entscheidung mit eingebracht hat.
Und was er argumentiert in dem gelegten Brief ist, dass die Abtreibungsdebatte in Amerika so wichtig ist und politisch so bedeutend ist, dass es eigentlich vom Volk ausgehen soll, die Entscheidung, ob Abtreibung möglich ist oder nicht. Ja, nicht vom Gericht, also nicht von einem undemokratischen, einer undemokratischen Institution. Und was er mit dem Volk, also mit politische Entscheidungen sollen von den Menschen getroffen werden, meint, ist, dass das von gewählten Abgeordneten, wie, in das, also wie ich gesagt habe, das ist eine indirekte Demokratie, entschieden werden soll, ob es Recht auf Abtreibung gibt oder nicht. Und damit müsste man aber gleichzeitig erkennen, dass sie dann selber sagen, na, das Gericht ist undemokratisch und hat nicht wirklich eine Funktion in solchen sozialpolitischen Debatten. Aber eine direkte oder indirekte demokratische Entscheidung über Abtreibung ist derzeit nicht möglich. Und warum? Es müsste auf der nationalen Ebene passieren. Ja, das heißt, im Kongress müsste entschieden werden, ob es ein Recht auf Abtreibung gibt, oder es müsste sozusagen kodifiziert werden. Ja, das die Roe v. Wade Entscheidung müsste kodifiziert werden. Und das ist einfach nicht möglich, nicht in diesem Kongress mit diesen Demokraten. Es wäre vielleicht möglich unter Obama gewesen, aber er hat es aus irgendeinem Grund nicht getan. Und es stand eigentlich nicht in dem Interesse der Demokratischen Partei, dieses Recht zu kodifizieren, weil sie es eigentlich immer als Erpressungsmaßnahme für ihre Wahlkämpfe benutzt haben, Roe versus Wade. Wenn ihr uns nicht wählt, dann kommt ein konservativer Richter und dann entscheiden sie, dass das gekippt wird. Das heißt, das Recht auf Abtreibung, das zivile und das soziale Recht wird dann von den Bundesstaaten definiert, also nicht von dem Kongress. Und wenn man die Geschichte Amerikas gut kennt, kann man das wirklich nur als katastrophal bezeichnen. Ja, eine solche Konstellation müsste uns eigentlich an die Zustände des Landes vor und nach dem Bürgerkrieg erinnern. Und im Endeffekt, und das ist dann auf den Punkt, du hast mich gefragt, wie schaut das aus? So wird das ausschauen. In 13 Bundesstaaten werden sogenannte Trigger Bans, das sind Triggerverbote, aktiviert, gleich nachdem das gekippt wird. Und diese werden Abtreibungen verbieten und kriminalisieren zu einem so frühen Zeitpunkt wie zum Beispiel in Oklahoma nach der Befruchtung. Ja, der Gouverneur von Texas, Greg Abbott, hat ein Gesetz verabschiedet, dass, wenn Roe v. Wade gekippt wird, Abtreibungen binnen 30 Tagen kriminalisiert werden. Und Ärzten, die eine Abtreibung durchführen, droht eine lebenslange Haft. Und in einem Bundesstaat wie Mississippi würden Schwangere, die vergewaltigt wurden oder Opfer von Inzest sind, nicht abtreiben dürfen. Also Abtreibung kann wirklich nicht in dem rechtlichen Kontext entschieden werden. Ja, es ist kein Recht, das vom obersten Gericht entschieden werden soll. Und sogar ACLU-Aktivistinnen, das sind Rechtsanwälte, raten jetzt Menschen davon ab, im Gericht ja diesen Konflikt weiter anzugehen, weil sie erwarten wenig Objektivität von Richtern, ja auch auf lokalem Niveau. Das heißt, das müsste wirklich von unten behandelt werden, wie weiß ich nicht. Aber das oberste Gericht und diese verschiedenen Kongresse der Bundesstaaten sind so von Mängeln behaftete Institutionen, dass man, und so undemokratisch, also vor allem das oberste Gericht mit nicht gewählten Richtern, dass das jetzt eigentlich ja katastrophal ist, würde ich sagen. Ja, ich habe das auch jetzt als erstes Beispiel genannt, weil das ein Thema ist, das in Wirklichkeit seit Jahrzehnten weltweit, aber vor allem auch in Europa immer eine große Bedeutung hat. Es gibt auch ein zweites Thema, das jetzt aktueller schon fast ist. Das ist also die Einschätzung und die Stellung der Gesellschaft zu Transsexuellen, also sexuellen Minderheiten. Das wird in den USA sicher genauso schrecklich sein. Ich wollte das eben nur als erstes Beispiel von weiteren Beispielen nennen, um einmal einen Vergleich zwischen der verfassungsrechtlichen, politischen Situationen in Hinsicht auf wesentliche menschenrechtliche Themen zwischen den USA und Europa
einfach darzulegen, weil in letzter Zeit ja sehr oft davon gesprochen wird, dass in Wirklichkeit hier wir eine einige Gruppe von demokratischen, freiheitsliebenden und weiß was auch immer Staaten sind. Und vor allem, das ist ja, so wie ich das auch verstehe, eigentlich ja nur ein wesentlicher Punkt im Rahmen eines quer durch die USA gehenden Kulturkampfes. Man könnte jetzt sicher noch viele andere Beispiele nennen. Und dieser Kulturkampf wird einerseits offensichtlich von Gruppen in den bei den Republikanern, Schlagwort Donald Trump, geführt. Und die Demokraten sind offensichtlich zu schwach, zu unentschlossen, dem etwas offensiv entgegenzustellen. Das bedeutet eigentlich, dass also diese Midterm-Elections möglicherweise einen ganz gravierenden Wechsel wesentlicher, grundsätzlicher politischer und verfassungsrechtlicher Positionen in den USA nach sich ziehen können. Oder ist das dramatisiert? Ja, ich meine, im Moment wird auch das Wahlrecht überhaupt von Republikanern sehr angegriffen. Und auch da hat das oberste Gericht eigentlich bezüglich des Wahlrechts gezeigt, also in den letzten 10 Jahren circa, dass sie nicht wirklich an Ausweitung von Rechten, dass sie sich nicht beteiligen möchten an der Ausweitung von Rechten. Ich weiß nicht, ob man sich erinnern kann, der verstorbene Ruhe in Frieden Richter, oh Gott, wie hieß er, Scalia, hat 2013 einzelne Bestimmungen des Voting Rights Act sehr kritisiert mit dem Argument, das ist nur das Perpetuieren von Anspruchsdenken von Minderheiten, ja. Das wurde von einem Richter des obersten Gerichts gesagt über the Voting Rights Act. Das ist aus den 60er Jahren gekommen, um eben Minderheiten, die systematisch ausgebeutet, marginalisiert und so weiter worden sind, diese Rechte garantiert hat. Also das ist ein Kulturkampf, der bis in die tiefste Geschichte Amerikas geht und sowohl von den untersten Ebenen, also von Republikanern in den verschiedenen Bundesstaaten, also im Kongress oder auch so jemand wie Donald Trump, bis zu einem Richter wirklich des obersten Gerichts. Ja, das ist ein Kulturkampf, der ganz Amerika wirklich bezeichnet. Und wie du gesagt hast, die Demokraten haben bisher, im Moment wird aufgerufen, alle müssen wählen gehen, weil Roe v. Wade gekippt wird. Ich weiß nicht genau, was das bringen soll, weil wenn Roe v. Wade gekippt wird und wenn sie im Kongress auf der nationalen Ebene Roe v. Wade nicht kodifizieren können, ist eine Wahl völlig bedeutungslos. Also es ist sozusagen der Reflex von den Demokraten ist, wir müssen den Menschen Angst machen, weil die Republikaner wollen das tun. Naja, haben sie schon getan. Ja, also das ist eine Lose-Lose-Situation für Amerikaner, außer du willst eben, dass diese Rechte den Menschen weggenommen werden. Aber wir können auch noch weiter über das Wahlrecht diskutieren. Mhm. Aber im Prinzip, das steht ganz im Vordergrund im Programm von den Republikanern im Moment. Naja, die Frage mit dem Wahlrecht ist ja eigentlich eine endlose Story. Also ich kann mich erinnern, darüber wurde schon debattiert vor zig Jahren und immer wiederum. Und man hat eben eigentlich den Eindruck, dass mehr oder minder, dass es darum geht, dass eigentlich halt vor allem die US-amerikanische Rechte, also sagen wir halt vereinfacht die Republikaner, das Wahlrecht möglichst rigide auslegen möchten. Also es geht hier um ethnische Minderheiten, es geht um soziale Unterschichtsleute und
Das erinnert mich ja auch jetzt wiederum an die letzte Wahl und an die ja noch immer von Donald Trump und seinen Hardcore-Anhängern für wahr gehaltene Story vom Wahlbetrug. Im Wesentlichen ist doch das, was Trump und seine Leute machen und schon immer gemacht haben, eigentlich der permanente Versuch, Wahlbetrug oder Wahlmanipulation zu leisten, indem man einfach halt Gruppen versucht, mit den unterschiedlichsten Tricks vom Wahlrecht fernzuhalten. Wie wird das jetzt bei den Midterm-Elections eine Rolle spielen? Also das ist ja eine Zuständigkeit jedes Staates. Und das heißt, jeder Staat, also die republikanischen Texaner oder wer immer, können in Wirklichkeit das Wahlrecht anders definieren als die demokratischen New Yorker beispielsweise. Das ist ja eigentlich etwas vom demokratiepolitischen Grundsatzdenken Merkwürdiges, ne? Ja, aber du hast es wirklich auf den Punkt gebracht, ja. Der Ausgang der letzten Präsidentenwahl wird jetzt als Ausrede benutzt. Also die Republikaner meinen, wir wollen mehr Demokratie, wir müssen das mehr schützen, ja, wegen Wahlbetrug. Aber das tun sie auf eine höchst verlogene Art und Weise, weil sie behaupten ja, es handele sich bei dem Sieg von Joe Biden nicht, also nur um Betrug. Und was sie jetzt gemacht haben, ist, sie haben in über 47 Bundesstaaten 361 Gesetzesvorschläge, die das Wahlrecht von Amerikanerinnen eigentlich einschränken werden, eingebracht. Mhm. Diese werden von Aktivistinnen und auch von Demokraten natürlich besorgt als ein neuer Jim Crow-Gesetze definiert. Sie schränken vor allem das Wahlrecht von Minderheiten ein, wie du gesagt hast, und von schwarzen Amerikanerinnen. Einige Beispiele habe ich. Ich weiß nicht, ob das jetzt, ich glaube schon, dass das auch bei den Midterms, ich glaube, sie müssen sich daran halten in diesen Bundesstaaten, aber in Georgia wird die Generalversammlung zum Beispiel im Kongress viel mehr Kontrolle über die Wahl haben als bis jetzt. Neue Maßnahmen sind zum Beispiel in Georgia, dass man einen Personalausweis mit einem Foto mitnehmen muss für die vorzeitige Stimmabgabe. Es ist auch nach dem Gesetz illegal, sowohl in Georgia wie in Florida, Menschen, die lange in einer Schlange stehen, Essen oder Wasser anzubieten. Und gleichzeitig gibt es aber weniger Wahlurnen, ja, also weniger Möglichkeit zum Wählen. Die wollen wirklich den Leuten sagen, nicht hier bleiben, also nach Hause gehen. Ja, also das sind einige Beispiele, die ich jetzt habe. Georgia und Florida sind wahrscheinlich die radikalsten Beispiele, aber das wird alles argumentiert mit, wir wollen eigentlich die Demokratie beschützen. Und seit 2020 gibt es nonstop in den republikanischen Mainstream-Medien wie Fox und so weiter wirklich eine Behauptung, sie wollen eigentlich indirekt sagen, Schwarze und Minderheiten haben nicht das gleiche Recht wie Weiße. Und das kommt wieder auf dieses Zitat von Scalia zurück. Das ist das Anspruchsdenken von Minderheiten. Sie glauben, sie sollten bevorzugt werden und eben vom obersten Gericht bis zu den verschiedenen Abgeordneten der Republikanischen Partei wird systematisch versucht, ihr Wahlrecht einzuengen. Ich glaube, das passt so vielleicht als Abschluss eine Frage, die ich aber dann eigentlich so stellen möchte, dass wir darüber auch, dass wir das nur einmal nennen und dann zu einem späteren Zeitpunkt vielleicht dann noch auch ausführlicher besprechen, weil das ist ja eine Frage, die sehr, zum Teil sehr, sehr mystisch fast ist. Also es kommt immer wiederum, bei manchen Beispielen kommt das dann, also wie zuletzt auch wieder mit dem Elon Musk seinen Voroperationen, Twitter und so weiter. Ist das eine Übertreibung, wenn man sagt, dass es eine Gruppe, eine Tendenz unter bestimmten Leuten
in den USA gibt, die doch meistens mit Trump und mit seiner Denkweise affiliiert sind, die man einfach als elitäre, antidemokratische, libertäre Ideen definieren kann, denen also zufälligerweise dann gerade Angehörige der US-amerikanischen Geldaristokratie angehören, wie Elon Musk und so weiter, wie zum Beispiel aber auch der Peter Thiel, der ja aufgrund seines neuen Managers, des ehemaligen österreichischen Bundeskanzlers, ja sogar einen Österreich-Bezug hat. Was ist von dieser Gruppe zu halten? Wird das überschätzt oder ist das wirklich eine politische Tendenz, die, wenn sie sich mit Trump und seinesgleichen einfach zusammentut, eigentlich eine ganz essentielle, grundlegende Gefahr für die amerikanische Demokratie darstellt? Ich meine, es ist einfach so, Leute wie Elon Musk und Peter Thiel sind Oligarchen, ja? Also in Amerika wird nicht von einer Macht der Oligarchen gesprochen oder von dieser außergerichtliche Macht, aber wie kann man das sonst beschreiben? Entschuldigung. Also Elon Musk und der Kauf von Twitter, was mir da, ich finde diese ganze Debatte um Freiheit und Redefreiheit ein bisschen sehr verlogen und auch eigentlich irgendwie eine Ablenkung von dem eigentlichen Inhalt dieser Kauf. Auch es kann auch sein, dass das nicht durchgeht. Da sind verschiedenste Probleme dabei. Aber im Prinzip, was da wirklich eigenartig ist, ist, dass Elon Musk diese Aktien schon im Februar gekauft hat und angefangen hat, im Februar Aktien von Twitter zu kaufen, auch über dem Limit von 5%. Das müsste eigentlich der Börsenaufsichtsbehörde berichtet werden. Wenn du über 5% von Aktien von einer öffentlichen Firma hast, musst du das bekannt geben. Hat er nicht gemacht, ja? Mhm. Und in der Börsenaufsichtsbehörde hat sich niemand getraut, Elon Musk deswegen also zu untersuchen, oder es wurde nicht ermittelt. Und warum? Weil es weil er jede Karriere im privaten Sektor vernichten kann, wenn man ihn für irgendwas verantwortlich hält. Also das ist für mich sozusagen etwas, was nicht nur Amerikas Demokratie bedroht, sondern auch die politische Ökonomie, also die Fundamente einer richtig funktionierenden politischen Ökonomie. Dafür brauchst du Sachen wie eine Börsenaufsichtsbehörde. Und wenn das weg ist, wenn das wegfällt, weil da einzelne Menschen richtig reich sind und reich geworden sind, ist das ein großes Problem. Also Elon Musk, Peter Thiel ist da aktiv politisch. Er hat seinen Kandidaten in Ohio, J.D. Vance, der Trump-Kritiker war, während Trump Präsident war, jetzt pro Trump ist und ihn liebt. Also der hat gerade die Vorwahlen gewonnen in Ohio. Das zeigt die Macht von erstens Donald Trump, von seinem Namen und von seinem Brand, aber auch von Peter Thiel, ja, und Peter Thiels Geld. Er hat jemanden finanziert, der aktiv Trump-Gegner war und auch wirklich nur so in Erinnerung der Amerikanerinnen geblieben ist. Sie haben sogar einen Film auf Netflix über seine eigene Biografie rausgebracht, weil er hat sich wirklich so inszeniert als Small-Time Ohio, ein Bursche, so ein Bauer, der dann es geschafft hat auf Yale Law School, keine Ahnung, und sich wirklich für die Rechte und für die Prinzipien Amerikas Demokratie interessiert und einsetzt. Und das alles natürlich ist lächerlich, wenn man jetzt schaut, was für eine Pro-Trump-Rhetorik jetzt hat, nur um zu gewinnen. Also das ist ein Beispiel jetzt, wie das politisch ausschaut, wenn du jemanden hast, der dich unterstützt mit viel, viel Geld und Trumps Name noch dazu. Aber wie gesagt, also ich finde, es ist auch eine aktive und direkte Bedrohung, wenn die Börsenaufsichtsbehörde jemanden nicht anklagen darf, weil er zu mächtig ist. Und das ist sozusagen die Musk-Geschichte, die dann nicht wirklich diskutiert wird, weil er so gut im Ablenken ist und so die Leute immer wieder auf seine komische Persönlichkeit und Aussagen auf Twitter irgendwie hinweisen kann. Naja, ich glaube, dass
lassen wir das für heute einmal bei dem, aber wir haben auf jeden Fall vor, je näher wir zu November, zu den Midterm-Elections kommen, das auch noch genauer zu beschreiben, weil das ist tatsächlich ja etwas, was dann international von Bedeutung ist, wenn man es so wirklich jetzt anhand von konkreten Beispielen einfach ganz klar belegen kann, einfach es werden Kandidaten für Posten entweder im Senat oder im Repräsentantenhaus im Wesentlichen gesponsert von politisch völlig eindeutig zuordnenbaren Undemokraten, dann ist das natürlich eine Sache, die die Welt sich ansehen müsste, weil die Vertreter der USA führen ja jetzt mit zum Beispiel auch wieder einen Krieg, der eigentlich unter dem Motto ist Verteidigung der freien, demokratischen, menschenrechtsachtenden Welt. Und in Wirklichkeit sieht man, dass das bei ihnen zu Hause offensichtlich völlig in eine andere Richtung geht. Und was ja schon andere mehrfach auch geschrieben haben, dass man eigentlich von den USA kaum von einer Demokratie jetzt im westlichen Sinn reden kann. Also würde die USA sich um eine Mitgliedschaft bei der Europäischen Union bewerben, würden sie wahrscheinlich nicht einmal einen Kandidatenstatus mehr bekommen. Und auch, weil du das vorhin genannt hast, die Oligarchen, also die amerikanischen Superreichen lachen ja, wenn sie hören, welche gigantische Macht russische Oligarchen haben, denen man also ein paar Millionen Dollar Kapital zuschreibt. Dort redet man um das Hundertfache und noch mehr. Das heißt, in USA gibt es das, was im alten Griechenland schon als Plutokratie definiert wurde, nämlich das Geld beherrscht. Und das möchte ich auch auf unserem YouTube-Kanal in den nächsten Wochen noch genauer erläutern, und zwar nicht aus irgendeinem emotionalen Anti-Amerikanismus, sondern nur, um einmal auf den Tisch zu legen, mit welcher zum Teil auch politischen, bewussten Scheinheiligkeit, wie es zu tun haben und wie in Wirklichkeit halt Menschen manipuliert werden und letztlich, wie auch dein Hinweis mit der Börsenaufsicht in den USA zeigt, in Wirklichkeit man kaum mehr eine Chance hat, etwas Wesentliches gegen diese Herrschaft des Geldes zu tun. In dem Sinn werden wir sicher diese Frage weiter diskutieren, weil das ja dann vielleicht für manche überraschend kommt, wenn im nächsten amerikanischen Parlament plötzlich die Demokraten, die zwar noch einen Präsidenten im Weißen Haus sitzen haben, aber eine massive republikanische Mehrheit in dem Parlament haben werden und daher der Herr Biden die nächsten 2 Jahre eine Lame Duck sein wird, was für die USA sicherlich nicht gut ist, aber auch nicht für Europa und die gesamte Welt. Ja, und Entschuldigung, Fritz, nur wenn ich kurz wieder was ansprechen darf. Ich meine, Biden war schon die letzten 2 Jahre fast ein Lame Duck-Präsident wegen Leuten in seiner eigenen Partei, ja, Kyrsten Sinema und Joe Manchin. Sie haben alles getan, um zu verhindern, dass dieses Gesetzespaket rauskommt und dass die Demokraten dazu beitragen. Also ich habe jetzt viel über die Republikaner geredet und über diese undemokratische Institution, das oberste Gericht, aber die Demokraten tragen auch da wirklich viel Schuld und ja, es ist wirklich, man möchte fast sagen tragisch, aber weil irgendwo vermeidbar, aber ich weiß nicht, inwiefern das jetzt zu vermeiden wäre, wenn die Parteien einfach so wenig Interesse haben, ihr Programm durchzuführen. Naja, damit hast du eigentlich gleich ein weiteres Thema, das ich jetzt noch gar nicht genannt habe, angegeben. Wir werden uns sicher in den nächsten 1-2 Monaten auch noch einmal genauer mit den Demokraten befassen müssen, weil es ist ja auch, soweit ich das sehe, eine Fiktion von einer einheitlichen demokratischen Partei zu sprechen. Es gibt dort also recht ordentliche, vor allem jüngere Frauen, die also eine sehr ordentliche und sehr auch
gute Position haben, aber sie scheinen sich in ihrer Partei absolut nicht durchzusetzen. Sie werden zwar in ihren Constituencies mit überwiegenden Mehrheiten gewählt, aber wenn es dann darum geht, wer kommt an die Spitze, auch in der Demokratischen Partei, scheint da immer ein gewisses Profil im Hintergrund dominant zu sein, wie die Leute aussehen müssen. Und wir werden uns daher sicher auch genauer nicht nur auf den Donald Trump hinzuhauen, ist ja schon langweilig zum Teil, weil da sind wahrscheinlich auch die große Mehrheit unserer Seherinnen und Seher ohne dies nicht mehr zu überzeugen. Aber einmal hinzuweisen, dass eigentlich so massiv der Unterschied zwischen den beiden nicht ist und dass die Demokraten in Wirklichkeit nicht jetzt die strahlende demokratische Alternative sind, sehen wir ja jetzt schon in den letzten Wochen und Monaten, und das wird wahrscheinlich sich nicht wesentlich ändern. Das heißt, das wird sicher ein Thema für eines unserer nächsten Videos. Gut, dann belassen wir es heute einmal damit mit unserem konstruktiven US-Bashing. Wir werden sicher daran weiterarbeiten. Ich darf dir, liebe Tamara, herzlich danken und wir sehen uns bald wieder. Also danke. Dann. Servus, danke.